Ja, hallo erstmal, Herr Hengstenberg, willkommen hier bei der Ringvorlesung. Sie sind in diesem Jahr der erste Referent. Und zum Einstieg wollte ich Sie fragen, was macht denn eine gelungene gesellschaftliche Innovation für Sie aus? Gesellschaftliche Innovation heißt ja auch die Vorlesungsreihe. Ich beziehe das erstmal auf mich, auf meine Klimaschutzarbeit. Und da ist ja die Frage, ob das gelungen ist, offen. Ja, das heißt, wir sind in großer Sorge über die Veränderung des Weltklimas und wir beschreiten neue Wege, um, sagen wir mal, dieses Problem in Teilen eben ja, zu lösen, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern in einer Tragweite weniger gewichtig zu machen. Ne? Und ich bin vor 4 Jahren Ashoka Fellow geworden. Da habe ich eigentlich zum ersten Mal aus dem Mund anderer erfahren, dass ich so eine Art gesellschaftliche Innovation bin. Bis dahin wusste ich das nicht. Bis dahin habe ich mich so durchgestrampelt, 15 Jahre. Und jetzt im Rückblick sehe ich ja, dass wir einiges anders machen als andere. Wir sind non-for-profit und wir setzen sehr stark auf Ertüchtigung anderer, dass sie ihre Sachen besser machen. Und wir haben Empathie spielt für uns eine große Rolle. Das heißt, wir machen lauter Dinge, die vielleicht private Beratungsbüros, die sich sonst mit Energie und Klima befassen, eben nicht machen. Ne? Und ich bin selber jetzt erstmal dabei, so im Rückblick zu erfahren, was uns anders ist als bei anderen. Ja. Sie haben ja laut Ihrer Website schon im Jahr 2002 bemerkt, wie wichtig Energiesparen ist, eigentlich deutlich früher als die breite Öffentlichkeit. Ist das vielleicht der erfolgreiche Ansatz für eine gesellschaftliche Innovation, dass man früher dran ist als die Breite der Politik und der Medien? Ja, da ist was dran. Wir haben uns da eine Position erarbeitet, die in Deutschland einmalig ist. Das heißt, wir sind Partner von ungefähr 900 Leuten, die unsere Klimaschutzwerkzeuge im Internet nutzen. Und es macht irgendwie keinen Sinn, dass es einen zweiten Anbieter gibt, der dasselbe nochmal entwickelt, das dann von anderen genutzt wird. Ja, insofern haben wir in Deutschland tatsächlich so eine Unique Selling Proposition uns erkämpft. Und das liegt auch daran, dass wir ganz früh dran waren und dass wir die Ersten waren. Ja. Wir saßen hier in Milbertshofen an unserem Schreibtisch, der bestand aus 2 Böcken und einer Türplatte und einem alten Computer und haben zeitgleich mit Rio unser erstes Klimaschutzprojekt angeschoben. Ja. Das war so der Geist dieser Zeit. Das war eine Aufbruchstimmung, eine Zeit voller Hoffnung und mit unserem Mieterberatungsprojekt, Mieterenergieberatung, wollten wir unseren Beitrag eben leisten, ja, zu diesem weltweiten Aufbruch. Bei Ihnen wurde ja dann der Klimaschutz zum Social Business. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, wie die ganze Idee funktioniert. Ja, die Idee besteht darin, dass wir andere zu Klimaschützern machen. Das ist wohl der Wesenskern. Ja. Das heißt, wir entwickeln vor allen Dingen internetbasierte Beratungswerkzeuge, die sagen, wie viel Strom brauchst du und ist das genug oder ist es zu viel oder ist dein Kühlschrank vielleicht so alt, dass du ihn austauschen musst oder macht Wärmedämmung für dich einen Sinn? Und diese Werkzeuge, die geben wir anderen, wie zum Beispiel hier der Münchner Abendzeitung oder der Süddeutschen Zeitung oder dem Zweiten Deutschen Fernsehen oder wem auch immer, kostenlos. Also wir verschenken sozusagen diese Werkzeuge an die Medien. Umgekehrt zahlen wir den Medien auch nichts dafür, dass sie diese Werkzeuge an prominenter Stelle platzieren, ja? Der Spiegel zum Beispiel. Ja? Das ist ein Umdenken notwendig von konventioneller Werbung, die wir nicht machen, sondern wir liefern hochwertigen Content für die Leser von Zeitungen, für die Zuschauer vom Fernsehen und im Gegenzug bekommen wir dafür einfach Präsenz und Sichtbarkeit. Das ist so ein bisschen dieses Geschäftsmodell. Das funktioniert natürlich nur, wenn man andere Geldquellen hat, um sich zu refinanzieren. Und da haben wir das Glück, dass eben das Bundesumweltministerium und auch manche Kommune und die Europäische Kommission und andere uns Geld geben, weil sie den Sinn und die Effizienz dieses Projektes erkannt haben, die Kosteneffizienz dieses Projektes.
Also können sich gesellschaftliche Innovationen, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht mal nicht rentabel sind, auch lohnen, wenn man unterstützt wird? Das wäre jetzt nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Wie haben Sie denn das mit Ihrem jungen Unternehmen geschafft, einen Überblick über mögliche Fördermittel zu bekommen? Und wie haben Sie es geschafft, dass Sie die dann auch erhalten haben? Das vielleicht auch als Tipp an die Studenten hier. Ja, das waren erstmal sehr schwierige Zeiten. Da haben wir überhaupt nicht an Fördermittel gedacht. Wir haben auch gar nicht daran gedacht, dass unsere Arbeit förderwürdig ist. Ja. Das sieht im Nachhinein ganz anders aus, als es sozusagen im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrtausends war. Ne? Da haben wir Klinken geputzt bei Kommunen, bei der Stadt München, bei den Stadtwerken, bei der Stadt Regensburg und bei der Stadt Ingolstadt und haben da einfach unsere Dienstleistungen verkauft. Und wir haben erst viel, viel später dann den Tipp bekommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die gesagt haben, wir würden euch ja gerne Geld geben, aber wir können euch kein Geld geben, weil ihr keine gemeinnützige Einrichtung seid. Also werdet gemeinnützig und dann kriegt ihr von uns eine Förderung. Sonst müssen wir jeweils eine Ausschreibung machen und das wird alles ganz kompliziert und am Ende bekommt ihr das Geld nicht. Und es waren einfach Zufälle. In meiner Berufsbiografie der letzten 20 Jahre waren sehr viele Zufälle am Spiel. Wir haben eigentlich das, was wir jetzt erreicht haben, erlitten und nicht erdacht. Ja, weil wir viele, viele Fehler gemacht haben und wahnsinnig viel Geld verloren haben und Mühe darauf verwandt haben. Aber es stand dahinter nicht so ein rationaler Plan, wie das jetzt vielleicht aussieht. Ne? Es waren viele durcharbeitete Nächte damit verbunden und schmerzhafte Lernprozesse. Ja? Und deswegen kann ich eigentlich auch Studierenden jetzt nicht den Rat geben, wo sie Geld bekommen, aus meiner eigenen Erfahrung. Allerdings, heute ist ja ein wichtiger Tag, weil die Kreditanstalt für Wiederaufbau heute einen Venture-Kapitalisten-Topf ausruft in Berlin auf dem Ashoka-Treffen, das genau solche jungen Leute fördert, die eine Idee haben und sagen, das will ich jetzt durchziehen, ich bin überzeugt davon, dass das innovativ ist, zündet und gesellschaftlichen Nutzen stiftet, nur habe ich kein Geld. Und die KfW gibt solchen Gründern Risikokapital für 3 Jahre. Ja, und das ist ab heute möglich. Ja, sehr motivierend. Ich habe nicht davon profitiert, ja. Wenn man dann mal auf die andere Seite schaut, man möchte ja auch als Sozialunternehmer dann auf der Seite der Menschen was bewirken. Ja. Und da habe ich jetzt in Ihrer Vita gelesen, dass da steht, wirksamer Klimaschutz schafft Arbeitsplätze und spart Geld. Denken Sie, dass man Menschen nur mit der Betonung von persönlichem Mehrwert zum Klimaschutz bewegen kann? Also wir bedienen die ganze Klaviatur der Motive. Wir tragen den Klimaschutz als Überzeugung in unserem Herzen, unser ganzes Team von 60 Leuten in Berlin. Aber wir befragen ja regelmäßig die Nutzer unserer Beratungswerkzeuge. Und da kann man doch sagen, dass 80% der Leute das Geldmotiv an allererster Stelle nennen. Und deswegen sprechen wir das Geldmotiv in unserer Beratung auch an. Wir sagen, was ist die Payback-Period dieser Investition? Und wenn die ein halbes Jahr ist und du machst es nicht, dann bist du ein Dummkopf. Also das und da sind wir mit erfolgreich. Ja. Und erst dann, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht so dramatisch ist, dann sagen wir, diese Investition bringt dir vielleicht nicht mehr als dein Geld auf der Sparkasse, aber tust trotzdem, investierst trotzdem in eine Wärmedämmung oder eine Solarthermieanlage, weil du tust was Gutes für die Umwelt. Diese Motivation bedienen wir auch. Und wir sehen, dass wir ganz verschiedene, also auch ganz verschiedene Zielgruppen haben. Es gibt Leute, die zu uns kommen und beraten werden, da geht die Heizung kaputt und die müssen einfach eine neue Heizung kaufen. Und das Motiv ist nicht mal Geld verdienen und Geld sparen und Umweltschutz, sondern einfach das kaputte Ding muss raus und wir helfen ihnen dann in dem Augenblick, eine möglichst gute Wahl zu treffen. Dann gibt es andere, die machen Dinge, zu denen sie nicht gezwungen sind, wie eine Solarthermieanlage oder die Kellerdecke dämmen oder solche Dinge. Dann sehen wir schon an den Dingen, die sie tun, was es für Menschen sind. Und das sind eben die guten Menschen, die etwas tun, weil es sich nicht unmittelbar rentiert, sondern die was tun, um das Klima zu schützen.